Hallo ihr Lieben, so, das ist jetzt irgendwie Versuch 8000, dieses Video zu drehen. Irgendwie kann ich heute nicht richtig reden, ich versuche es jetzt aber nochmal und vor allen Dingen kann ich mich nicht gut kurz halten, aber das kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Ich wollte heute ein Tech-Video machen und zwar die Top 5 Fehleinkäufe, was Kosmetik, Schminke und so angeht. Ich fange jetzt auch direkt ohne große Umschweife an und hoffe, ich kann jetzt vernünftig reden. Und zwar möchte ich gerne beginnen mit zwei Pinseln von Rossmann. Und zwar sind die von For Your Beauty. Das ist das, was Evelyn für die M ist. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Gel-Eyeliner-Pinsel, mit dem ich gut Gel-Eyeliner auftragen kann. Wollte jetzt nicht bei MAC unbedingt 30 Euro ausgeben. Und den von Evelyn fand ich zu weich. Und dann dachte ich, ich gehe mal zu Rossmann, wusste nicht mal, dass sie überhaupt Pinsel haben, aber hab's dann gesehen. Also wie gesagt, ich hatte auch noch nie Pinsel von dieser Marke hier. Dieser war eingeschweißt, das heißt, ich konnte ihn vorher auch nicht testen, hätte ich mal tun sollen, weil dieser Pinsel, also ich bin eigentlich kein Mensch, der sofort sagt, alles scheiße, ich versuche irgendwie immer positive Sachen zu finden, aber bei diesem Pinsel finde ich einfach keine, weil die einzelnen Borsten im Schnitt, also das ist, da kannst du fast ein Brot mitschneiden. Die sind wirklich scharf, also die sind hart und scharf. Die einzelnen Borsten sind super, super dick und ich habe heute mal versucht, meinen Eyeliner damit ein bisschen zu blenden und zu smudgen und ich dachte, es zerreißt mir die Haut, also ging gar nicht. Obwohl ich ganz gut finde, dass die eigentlich, also ich mag das ganz gerne, gerade bei solchen Smudge-Pinseln, wenn sie ein bisschen härter sind und ein bisschen mehr Widerstand haben, aber hier, das kannst du ja gar nicht biegen, das ist ja wirklich wie Draht, also ist der Hammer. Hinten dran ist noch ein Eyeliner-Pinsel, ja, habe ich jetzt noch nicht benutzt, da irgendwie bin ich geheilt, was das angeht. Seht ihr auch schon, die Haare fliegen schon ab. Gut, der ist jetzt ein bisschen weicher, aber ja, den möchte ich jetzt gar nicht testen, weil mir tun die Augen immer noch weh, ganz ehrlich. Also der geht gar nicht, der wird auch fürchtig im Müll landen. Ich finde ja sonst immer irgendwelche anderen, obwohl vielleicht kann man damit gut Bilder malen, das geht bestimmt mit dem. Ja, aber nicht fürs Gesicht, Leute, echt nicht. So, dann nochmal ein Puderpinsel von der gleichen Firma. Ihr seht schon, ich habe den einmal benutzt heute. Und der hat schon die Hälfte der Haare verloren. Man kann die einfach so rausziehen. Da. Also, ja. Ähnliches Problem. Ist nicht ganz so hart, aber immer noch für meine Begriffe zu hart. Und der nimmt viel zu viel Produkt auf und es lässt sich im Gesicht kaum verteilen. Man hat dann irgendwie 8 Kilo Puder im Gesicht und kriegt es nicht mehr ab. Auch nicht so schön. Wobei ich den behalten werde, weil der ist, glaube ich, ganz gut, um überschüssiges Puder oder überschüssiges Rouge aus dem Gesicht zu kriegen. Ich glaube, da kann er noch seine Bestimmung drin finden. Allerdings hart er sehr, sehr, sehr doll, habt ihr ja gerade gesehen. Also man muss nur einmal ranziehen, hat man gleich 10 Haare in der Hand. Schade. Ja, und den habe ich nur gekauft, weil ich nicht 5 Euro für den Evelyn-Pinsel ausgeben wollte. Und jetzt habe ich irgendwie 3 oder 4 Euro ausgegeben und ja. Dann sollte man doch lieber ein bisschen mehr investieren. Als nächstes die Balea Reinigungstücher 3 in 1. Reinigen, klären, entfernen von wasserfestem Make-up. Ja, all das schafft es nicht für trockene und sensible Haut. Die sind ganz trocken. Also, auch wenn ich sie auf dem Kopf lagere, was ich eigentlich mit all meinen Abschminkpads und Tüchern mache, damit die Lotion sich besser verteilen kann, sind sie einfach super trocken. Wozu sie ganz toll sind, ist, um Schminkfehler zu korrigieren, weil da kommt mir dieses relativ trockene ja, zugute, weil es verschmiert nicht so doll dann, aber zum Abschminken überhaupt nicht geeignet und wenn da Lotion rauskommt, dann brennt die auch bei mir im Auge. Gut, ich habe ganz, ganz empfindliche Augen, aber ja, da bin ich ziemlich enttäuscht. Aber wie gesagt, um Schminkfehler zu korrigieren, sind die gut. Deshalb sind sie auch noch hier und nicht im Müll, aber ich habe sie bestimmt seit 3 Monaten nicht ein einziges Tuch daraus genommen. So, als nächstes die Balea Handlotion Kokos. Ich mag gern Kokos und das war auch der einzige Grund, weshalb ich die gekauft habe. Und das für 75 Cent dachte ich auch, nimmst du einfach so mit. Roch so ganz gut. Ja, es ist eine Handlotion, das hätte ich mir mal vorher durchlesen sollen, weil Lotion ist ja immer nicht ganz so pflegend wie eine Creme oder eine Milch oder eine Butter. Sie pflegt gar nicht. Sie hinterlässt einen komischen, klebrigen Film. Und es riecht auch nicht wirklich nach Kokos, sondern nach synthetischem Plastikzeug. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht.
Gut, für 75 Cent tut es jetzt nicht so weh. Ich werde sie auch trotzdem ab und zu mal benutzen. Im Sommer ist sie bestimmt ganz schön, wenn man nur so ganz, 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 ganz leichte Pflege haben möchte. Aber ja, verdient den Namen Handlotion eigentlich nicht. Obwohl die im Ökotest sehr gut ist. Ja, gut, ist Ökotest, ne? Nicht Warentest. Ja. Ist nichts für mich. Also, es gibt bestimmt Leute, die finden die ganz super und die benutzen die auch regelmäßig, aber nichts für meine Hände. Als nächstes von Manhattan ein Nagellack mit Lotus-Effekt Nail Polish Long Lasting. Das ist ein lila, ein ganz dunkles Lila. Ein Purple. In Farbe 65W. Steht kein Name drauf irgendwie. Also keine Farbname. Nö. Ja, den habe ich jetzt noch gar nicht so lange. Hatte ich auch schon einige Male drauf. Der deckt ganz schlecht. Also ich muss mindestens 2 bis 3 Lagen drauf machen. Und ich habe ihn jetzt vielleicht ein halbes Jahr und er trocknet schon aus und zieht Schlieren und ist ganz, ganz dickflüssig. Ich habe ihn schon mehrere Male verdünnt. Das bringt aber nichts. Also da bin ich von der Qualität einfach überhaupt nicht angetan. Wobei der Farbton sehr schön ist eigentlich, aber ja, nicht so schön mit den Streifen. Dann Maybelline Superstay Lippenstift, den kennt ihr bestimmt alle, hat bestimmt auch fast jeder. Prinzipiell finde ich die ganz toll. Es gibt ja auch, gibt die jetzt mittlerweile ja fast von jeder Firma. Ich finde auch die von Manhattan sehr gut. Die sind auch um einiges günstiger. Bei dem habe ich mich einfach an der Farbe vergriffen. Da bin ich selber schuld, denn da ist Glitzer drin. Eigentlich mag ich Glitzer gar nicht. Überhaupt nicht. Hab mir den aber trotzdem gekauft. Ich weiß nicht warum. In geistiger Umnachtung. Und diese Glitzerpartikel sind viel zu grobkörnig und es tut auf den Lippen weh und fühlt sich ganz komisch an und ist auch viel zu glitzerig. Und ich glaube, durch dieses Glitzerzeug hält der auch gar nicht. Also normal bin ich es gewohnt von diesen langanhaltenden Lippenstiften mit 2 Phasen, dass sie wirklich 12 Stunden halten oder 8 Stunden und dass man sie wirklich mit einem Abschminktuch abkriegen muss, wenn man sie mit Wasser und Seife nicht abbekommt. Ja, hier ist die Farbe nach einer halben Stunde weg und was übrig bleibt, sind fette Glitzerpartikel auf den Lippen. Das geht gar nicht. Also die Lippenstifte generell sehr gerne, aber ich glaube, mit dem Glitzer, das funktioniert nicht. Als nächstes habe ich hier 2 Eyeliner, automatische Eyeliner. Einmal von Maybelline den Eyeliner Matic in Schwarz, in Black, ja. Ja, nur schade, dass er gar nicht schwarz ist. Also, der sah auf meinem Auge graublau aus, sah echt aus, als hätte mir jemand einen reingehauen. Und sobald ich ihn irgendwie mit dem Pinsel mit den Fingern verwischt habe, das war ganz furchtbar. Ging gar nicht. Hatte auch keine besonders gute Deckkraft. Also, den fand ich überhaupt nicht gut. Das, was ich an dem aber super geil finde, deshalb habe ich den auch noch, obwohl er leer ist mittlerweile, ist, dass hinten drin so ein kleiner Anspitzer ist für diese automatischen Rausdreh. Kajals, Eyeliner, wie auch immer man die nennen möchte. Und den benutze ich für meine anderen. Also der ist toll. Das finde ich echt super, weil die werden ja doch irgendwie stumpf und man kann sie nicht anspitzen. Das ist top. Ja, als nächstes hier einen ähnlichen von Essence Long Lasting Eye Pencil in 08 Touch of Glam. Das soll ein Lila sein. Ähnlich wie das Lila des Nagellacks. Ist aber, ich habe euch mal hier einen Swatch gemacht, in echt schwarz bis blau. Also von der Handhabung und von der Deckkraft und so ist der toll, aber die Farbe stimmt überhaupt nicht überein. Also nicht mal Ähnlichkeit mit Lila zu entdecken. Als letztes Produkt habe ich dann den Manhattan Go Big Eyeshadow Pen. Den habe ich noch relativ neu und guckt euch mal diesen Swatch hier an. Super geil schön. Die Farbe schimmert, es ist so ein Kupfergold, passt super zu meinen grünen Augen. Aber ich kriege die Farbe nicht aufs Lid. Ich weiß nicht warum. Also ich habe es mit Eyeshadow Base, ohne, mit pudrigem Highlighter drunter, ohne pudrigen Highlighter drunter versucht. Es bleibt einfach nicht auf dem Auge. Ich muss super viel Produkt auftragen, dann wird es total klumpig und streifig. Und ganz schade, also man sieht es überhaupt nicht auf dem Auge. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil auf der Hand kann man es ja ganz sehen und auch überall anders. Aber vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht. Vielleicht schlagt ihr euch jetzt gegen die Stirn und sagt, ist die doof. Dann schreibt mir bitte, wie man dieses Teil benutzt. Ich habe eigentlich relativ viele Big Eyeshadow Pens, also nicht von Manhattan, sondern von anderen Firmen. Mit denen komme ich allen super zurecht, mit denen leider nicht. Gut, das war es dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mal was zeigen und ein bisschen weiterhelfen. Und hiermit tagge ich euch alle. Zeigt mir doch mal, was ihr so für
Luschen in eurem Kosmetikschrank habt. Tschüss!